Sie kennen das sicher. Da hat man sich gerade so schön gemütlich gemacht, draußen auf dem Balkon, dass sich sogar die Ameisen noch eingeladen fühlen. Und die siedeln dann ganz gerne ins Haus über, was man natürlich nicht will. Da muss man aber nicht direkt eine Ameisenfalle aufstellen, da gibt es auch Hausmittel, die helfen. Ich zum Beispiel verwende immer diese Bäckerhefe. Die verstreue ich dann draußen und die ist für Ameisen giftig. Und das hilft. Nein, lieber Jörg, da irrst du dich wirklich. Bäckerhefe kann sicherlich für andere Dinge benutzt werden als nur zum Backen. Aber den Ameisen tut sie nichts. Zimt dagegen mögen sie überhaupt nicht. Den Zimt entlang der Ameisenstraße streuen und wenn möglich auch noch direkt vor die Tür. Den Geruch mögen sie nicht und somit kommen sie auch nicht ins Haus. Bei mir funktioniert das wunderbar. Frau Lobert aus Koblenz, ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Bitte was? Guten Tag. Ach, danke schön, das ist nett, dass Sie zurückgrüßen. Haben Sie Ameisen im Haus? Nein, aber aha. Ich gehe mal damit, dass der Christoph recht hat. Christoph, mit Zimt? Ja. Echt? Ich hatte irgendwie, also gut, ich sag mal nichts. Es ist ja, ne, geht um Ihr Geld eventuell. Also wenn Sie recht haben mit dem Zimt, dann freut mich das. Wir gucken mal, welche Lösung die Ameisen fernhält. Bitte sehr. Dankeschön. Mit dem Zimt hatte ich absolut recht. Damit lassen sich Ameisen sehr gut vom Haus fernhalten. Zimt bewirkt durch den starken Geruch, dass die Ameisen flüchten und die Barriere überhaupt nicht mehr überqueren wollen. Ah ja, und noch ein kleiner Tipp. Wollen Sie Ameisen dauerhaft aus dem Haus entfernen, dann sollten Sie Ihr Geschirr immer direkt spülen und Lebensmittel nur in luftdichten Behältern aufbewahren. 250 Euro gehen nach Koblenz. Glückwunsch! Hallo, danke schön. Klasse. Cool. Also ich hatte irgendwas mit Bäckerhefe oder Backpulver im Kopf, aber war da anscheinend auf der falschen Spur. Sie komplett richtig. Eine kleine Zimtspur. Ja. Und dann kommen die Ameisen nicht rein. Richtig, und es riecht ja auch ganz gut dann in der Bude. Ich meine, Zimt ist ja nicht verkehrt, ne? Ja. Die Ameisen mögen es halt nicht. Also richtig. 250 Euro schicken wir zu Ihnen nach Koblenz. Ich wünsche noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank fürs Mitmachen.